Herzlich willkommen zum Thema Tabellen im DMC pflegen – Historie. Mein Name ist Beate Krug und ich bin Consultant bei der Infomotion GmbH, die das DMC entwickelt hat. Über die Schaltfläche auf der Startseite oder über den Administrationsbereich gelangen Sie in die Tabellenansicht. Dort stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung zu Datenpflege, Datenimport und Export, historische Betrachtung, QS-Management, Berechtigung, sowie Tabellen- und Spaltenadministration. In einer Live-Demo möchte ich Ihnen heute die historische Sicht zeigen. Ich wähle die Tabelle Aufträge aus. In der Tabellenansicht sehe ich nun den aktuellen Stand der Tabelle. In der Tabellenansicht ist deutlich, dass Qualitätsmängel vorliegen. Nun möchte ich nachvollziehen, welche Datensätze geändert wurden. In der DMC ist dies ganz leicht. Über einen Klick auf Historie kann ich mir anzeigen lassen, wie die Tabelle zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit aussah. Durch farbliche Hinterlegung kann ich auf einen Blick erkennen, welche Informationen in der Tabelle nicht mit dem heutigen Stand übereinstimmen. Ich sehe ebenfalls, wer eventuell Änderungen vorgenommen hat. Datensätze, die rot markiert sind, sind in der historischen Tabelle vorhanden, wurden aber für die heutige Ansicht gelöscht. Durch das erneute Anklicken des Historie-Buttons kann ich den Zeitpunkt für die Tabellenansicht erneut bearbeiten. Auch den historischen Stand der Tabelle kann ich beliebig filtern. So lasse ich mir in diesem Beispiel nur Datensätze anzeigen, zu Aufträgen mit dem Lieferstatus geliefert. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich Ihnen die Funktionen des DMC näher bringen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Infomotion-Ansprechpartner Mirzeto Heric und Christoph Arnold oder schauen Sie weitere Videos zu Funktionen des DMC. Vielen Dank und auf Wiedersehen.